Wenn ihr nicht auf diese Sachen achtet und aufpasst, sehr viele Selbstständige sind dadurch einfach insolvent gegangen. Achtet auf das Geld in der Kasse und auf dem Konto. Schmeißt es nicht zum Fenster raus. So, Freunde, herzlich willkommen an diesem Sonntagmorgen zu einem neuen Video. Jetzt habe ich dich schon hochgenommen, ne? Was? Mit Sonntagmorgen, das Video muss jetzt Sonntagmorgen rauskommen. Wir haben gerade Samstag. Heute ist Heiligabend, ne? Morgen ist Weihnachten. An dieser Stelle an alle, die es feiern, angenehme und segenreiche Feiertage. Genießt die Zeit. Ja, auf jeden Fall gab es wieder schlechte Nachrichten. Gab auch wieder schlechte Post. Also, ganz einfach kurz erklärt. Ich habe eine Nachzahlung bekommen, beziehungsweise ein Schreiben mit der Aufforderung, ich soll doch mein Einkommensteuerbescheid, quasi abgeschlossene Buchführung für 2019 einreichen an die gesetzliche Krankenversicherung. Und die kalkulieren dann, schauen sich die Zahlen an und daraufhin muss ich nachzahlen. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, warum 2019? Ganz einfach, ich war zur Anfangszeit meiner Selbstständigkeit, war ich gesetzlich krankenversichert. Das hat ungefähr 2016, 2017 angefangen. Dann bin ich zur Krankenversicherung gegangen, habe gesagt, ich bin jetzt selbstständig und ich würde mich gerne krankenversichern. Beziehungsweise ich muss mich krankenversichern, das ist ja eine Pflicht. Na? Das ist ja eine Pflicht. Ob jetzt gesetzlich oder privat, man muss krankenversichert sein in Deutschland. Da hat man natürlich die Möglichkeit, quasi als Selbstzahler, ne, sprich als Selbstständiger, der es dann quasi selbst bezahlt oder bezahlen muss, sich da anzumelden. Und das ist natürlich dann auch gestaffelt. So, natürlich am Anfang der Selbstständigkeit weiß man natürlich nicht, ob oder wie viel Geld man verdient. Gehen wir jetzt einfach mal davon aus, man verdient sehr wenig bis gar nichts. Dann nimmt man natürlich die niedrigste Stufe. Die günstigste Stufe gerade am Anfang ist einfach nur die Freiwilligenversicherung mit dem niedrigsten Beitrag, den man wählen kann. Ich glaube, der beläuft sich auf ca. 180 Euro. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube 180 bis 200 Euro. Das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Genauso ist es auch mit der Steuer. Ne? Wenn ihr jetzt arbeiten geht, ganz normal als Arbeitnehmer, monatlich, habt ihr ein Bruttoeinkommen, dann seht ihr die Abzüge für die Krankenversicherung, Sozialversicherungsbeiträge und so weiter und so fort. Das heißt, vom Brutto bleibt am Ende nicht viel übrig und das ist der Netto. Ne? Man hat halt seine Abgaben zu zahlen. Als Selbstständiger ist es so, dass man das nicht monatlich bezahlt, sondern, wie ich gerade versucht habe zu erklären, vorher, fürs nächste und übernächste Jahr schon. Aber natürlich aufs Jahr gerechnet. So, jetzt macht man sich selbstständig. Jetzt denkt man sich natürlich, woher soll ich wissen, was ich nächstes Jahr verdiene, um jetzt die Einkommensteuer zu bezahlen? Oder die Krankenversicherung, quasi den Satz, den man bezahlen muss. Weil das geht auch prozentual nach dem Einkommen. Jetzt ist der Punkt so, jetzt gibt es natürlich manchmal vom Finanzamt, dann sagen die zum Beispiel, macht sich gerade selbstständig, auch wenn es ein Kleingewerbe ist, die sagen, hier, pass auf, Einkommensteuervorauszahlung, Summe X. Die zahlst du jetzt voraus für das Jahr, in dem du gerade drin bist. Wenn du weniger verdienst, kannst du es dir nächstes Jahr wiederholen. Wenn du mehr verdienst, zahlst du es nächstes Jahr oder übernächstes Jahr nach. Dann zahlt man es nach. Das heißt, vierteljährlich sagen wir einfach mal 500 Euro. Das sind 2000 Euro. Die sagen, wir wollen jetzt 2000 Euro haben. Weil wir gehen davon aus, dass du in dem kommenden Jahr bzw. im aktuellen Jahr 2000 Euro verdienst. Quasi nicht verdienst, sondern 2000 Euro an Abgaben hättest, an Einkommensteuer. Jetzt ist der Punkt, wenn das jetzt das Finanzamt nicht verlangt und niemand weiß oder ahnt, was man für Zahlen hat und schreibt, dann nimmt man natürlich das Geringste. Bei der Krankenversicherung und Einkommensteuervorauszahlung verlangt das Finanzamt nicht, dann macht man es auch einfach nicht. Wenn man sich denkt, das Geld kann ich gerade selber gut gebrauchen in der Selbstständigkeit beim Aufbauen, gerade am Anfang. Jetzt vergeht ein Jahr, es vergehen zwei Jahre, man zahlt den Krankenversicherungsbeitrag wie am ersten Tag. Jetzt verdient man mittlerweile mehr Geld. Prozentual könnte schon der Anteil für die Krankenversicherung das Doppelte oder Dreifache sein. Ne? Genauso bei der Einkommensteuer. Das reicht dann der Steuerberater ein. Und dann heißt es, pass auf, Jahr 2018, wir sind jetzt im Jahr 2022, genau, wir machen das, wir sind jetzt im Jahr 2022, Ende des Jahres. Jetzt sagt das Finanzamt, pass auf, Einkommensteuererklärung für 2020 ist fertig. Du hast mehr verdient als 2019, hast aber vierteljährlich nur 1000 Euro bezahlt. Nach dem neuen Satz von 2020, was du da verdient hast, müsstest du 1500 Euro bezahlen. Das heißt, 4 mal 500 Euro mehr sind 2000 Euro, die zahlst du jetzt nach. Das heißt, du zahlst jetzt 2000 Euro rückwirkend für das Jahr 2020. Und im aktuellen Jahr zahlst du jetzt 1500. Nicht mehr die 1000 Euro, die du zwei Jahre lang bezahlt hast, sondern 1500. Ne? Weil man hat das Recht, beziehungsweise es ist halt einfach so, den fertigen Abschluss, den Jahresabschluss, kann man quasi, wie soll ich das erklären? Also 2020 müsste ich dieses Jahr oder nächstes Jahr erst abgeben. Also immer zwei Jahre rückwirkend. Und dann wird das mal halt neu gerechnet. Genauso ist es halt auch mit der Krankenversicherung. Ja?
Ich muss dazu sagen, mittlerweile bin ich privat krankenversichert. Da habe ich meinen festen Beitrag. Ob das jetzt Vor- und Nachteile hat, sei jetzt mal dahingestellt. Darum geht es in dem Video nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht mehr gesetzlich versichert. Aber bis 2019 war ich noch gesetzlich krankenversichert. Jetzt müsst ihr euch überlegen, 3 Jahre später oder 2 Jahre später, sagen die hier, wie war es denn eigentlich 2019? Sie wollen den Einkommensteuerbescheid. Bist du gesetzlich dazu verpflichtet, den einzureichen? Daran sehen die dann, okay, er hat 2019 so und so viel verdient, hat aber 2016 oder 2017 nur so und so viel verdient, hat damals weniger bezahlt. Das heißt, jetzt muss er nachzahlen, der liebe Herr Scharif. Und das ist bei jedem Selbstständigen so. Und das sind diese Punkte, die wirklich sehr vielen Selbstständigen das Genick schon gebrochen haben. Entweder die Nachzahlung an die Krankenversicherung, weil die es natürlich auch angepasst haben wollen. Die kommen auch nach 2-3 Jahren. Ich glaube, die dürfen sogar bis zu 10 Jahren. Es gibt sehr viele Selbstständige, die dann erstmal arbeiten, Geld verdienen, es entweder ausgeben oder quasi weiter investieren oder sonstiges. 1 Jahr, 2 Jahre arbeiten, denken so, wow, krass, ich muss ja gar nichts bezahlen, großartig. Klar, meine Umsatzsteuer, klar, irgendwann die Gewerbesteuer, das kommt auch noch dazu. Da gibt es dann auch Nachzahlungen und dann wird das wieder angepasst nach dem aktuellen Einkommen. Rückwirkend wird es immer angepasst. Und die dürfen sich das holen, ne? Die fordern das eiskalt ein. Und da werden auch schon, da wurden auch schon einige Konten eingefroren. Ne? Wenn die Krankenversicherung ihr Geld haben wollte oder halt das Finanzamt wegen der Einkommensteuer. Diese 2 Punkte, die Vorsteuer und die Krankenversicherungsbeiträge, haben schon so einige Selbstständige das Genick gebrochen. Ne? Du arbeitest, verdienst das Geld, gibst es aus. Und irgendwann kommt die Krankenkasse um die Ecke und sagt, hier, pass auf, schön und gut, du hast immer 200 Euro bezahlt. Hat ja auch gepasst, aber im Folgejahr und im Jahr darauf hast du schon das Doppelte und Dreifache verdient. Wir wollen auch unseren Anteil vom Kuchen und die holen sich das. Wie gesagt, auch mit der Einkommensteuer, ne, das wird immer angepasst. Gewerbesteuer wird immer rückwirkend angepasst. Ne? Das heißt, wenn du in einem Jahr, sagen wir einfach mal angenommen, 50.000 Euro verdienst, ne, zahlst für diese 50.000 Euro die Steuern, alles schön und gut, verdienst im Folgejahr das Dreifache, sagen wir einfach mal. Du verdienst das Dreifache, zahlst aber in diesem Jahr, wo du das Dreifache verdient hast, immer noch die Beiträge, die du bezahlt hast, als du 50.000 Euro verdient hast. Daraufhin, 1, 2, 3 Jahre später, kommen die und sagen, hier, pass auf, du hast in dem 2. Jahr das Dreifache verdient von dem 1. Jahr. Wir wollen unser Stück vom Kuchen haben. Wenn du das Geld nicht hast, hast du ein Problem, weil du musst es zahlen, da führt kein Weg dran vorbei. Wie gesagt, das kam jetzt bei mir. Natürlich rede ich nicht so gerne über Zahlen, werde ich auch in dem Fall auch nicht machen, aber ich will euch einfach nur, die Message dieses Videos ist es, wenn man sich selbstständig macht, muss man wirklich wirtschaften. Man muss wirtschaften. Noch besser ist es natürlich, wenn man ein bestimmtes Geschäftsmodell hat, wo man weiß, ey, man verdient direkt im 1. oder 2. Jahr gutes Geld, dann kann man das natürlich anpassen beziehungsweise schon mehr Krankenversicherungsbeiträge bezahlen. Und auch beim Finanzamt mehr Einkommensteuer quasi vorauszahlen, um einfach später keine böse Überraschung zu erleben. Mir ist das passiert. Mit der Krankenversicherung geht es 2-mal hintereinander. Aber das eine Jahr ist schon abgehakt. Das Gute ist natürlich, muss ich natürlich auch erwähnen, die lassen sich natürlich auch auf Ratenzahlung ein. Weil sehe ich natürlich auch nicht ein, so viel Geld auf einen Schlag zu bezahlen. Oder die Summe an Geld an einen Schlag zu bezahlen. Wichtig ist halt, man muss es zahlen. Und auch ja, den Weg zu denen suchen. Ne? Es gibt halt sehr viele Menschen, die sind halt studerig. Dann kommt so ein Schreiben und die lassen es einfach liegen. Nee, so viel Geld habe ich nicht, bezahle ich nicht, sehe ich nicht ein. Egal, in jederlei Hinsicht. Ob es jetzt Rechnungen sind, ob es jetzt Steuern sind, ob es jetzt Krankenversicherungsbeiträge sind, ob es jetzt die Miete ist, die Stromrechnung, was auch immer. Ich habe mir angewöhnt, Rechnung kommt rein, aufmachen, zack, überweisen, fertig, aus die Maus. Gar keine Kopfschmerzen, gar keine Mahnung, gar keine Nachzahlung, sonstiges. In dem Fall muss ich natürlich auch ehrlich sein, habe ich gesagt, hier, pass auf, will ich gerade nicht, kann ich gerade nicht. Ratenzahlung, fertig. Ne? Wenn mal wieder was über ist, wenn ein bisschen mehr über ist, machen wir das Ding zu und fertig. Aber so ist halt immer unerwartet. Ne? Deswegen, das ist immer ganz wichtig. Deswegen sage ich, wenn ihr mich fragt, kann ich einfach nur sagen, sucht euch einen Steuerberater zum Thema Finanzen bzw. Steuern und Abgaben. Weil ich bin ja jetzt auch kein Vollprofi drin. Ich habe ja auch einen Steuerberater. Wenn ich das alles wüsste oder könnte, selber machen dürfte, könnte ich mir das Geld auch sparen. So. Aber es ist halt nun mal so. Und wichtig ist, nicht schluderig umgehen mit den Unterlagen bzw. mit Rechnungen, mit Dokumenten. Und vor allen Dingen nicht mit dem Geld. Das ist ganz, ganz wichtig. Viele verdienen dann echt gutes Geld, weil die irgendeine geile Idee hatten oder irgendwie sich selbstständig gemacht haben in irgendeinem bestimmten Bereich und hauen es einfach nur raus. Leben in den Tag rein. Ne? Und dann kommt auf einmal so eine Rechnung rein von mehreren tausend Euro. Nachzahlung. Und wenn man dann noch die Buchführung alles fertig gemacht hat, dann kommt ein paar Monate später die nächste. Deswegen
immer gut wirtschaften, immer Reserven lassen, immer ja, die Unterlagen vernünftig quasi sortieren, sage ich jetzt einfach mal. Gut, hätte bei mir vielleicht auch anders laufen können, wenn ich von Anfang an mehr gezahlt hätte, aber Autohandel, gerade wenn man da reingeht, ist natürlich auch nicht so einfach. Man kann da nicht davon ausgehen, dass man gleich Geld verdient oder ausreichend Geld verdient, um die Summe X schon an das Finanzamt zu bezahlen oder die Summe X an die Krankenversicherung. Na, ich bin damals wie so ein kleiner Junge zum Steuerbüro reingegangen und habe gesagt, hier, ich mache mich jetzt selbstständig, beziehungsweise Kleingewerbe will ich machen. Und dann, wenn das irgendwie funktioniert, will ich mich selbstständig machen, beziehungsweise nur darauf fokussieren. Nebenbei bin ich ja noch arbeiten gegangen, damals im Kleingewerbebereich. Und dann, klar, mache ich auch gar keinen Vorwurf jetzt an das Steuerbüro oder an die Steuerberater. Man muss natürlich davon ausgehen, jeder kommt rein, der hat kein Geld, der will Geld verdienen. Muss natürlich auch die Kosten erstmal so gering wie möglich halten. Ne? Solche Sachen kann man immer klären, auch mit dem Finanzamt. Auch an dieser Stelle muss ich natürlich ganz wichtig erwähnen. Ne? Man kann mit der Krankenversicherung, mit dem Finanzamt, man kann mit allen, mit jedem, der dir eine Rechnung ausstellt, kann man immer sprechen, ob man da was machen kann, Ratenzahlung und so weiter und so fort, ob man das ein bisschen verschieben kann. Es gibt immer Möglichkeiten. Wichtig ist, sprechen. Ja, an dieser Stelle, wir sehen uns bestimmt in den nächsten Tagen wieder. Es gibt ein kleines Update zur letzten Hofrunde. Macht euch entspannte Tage, bleibt alle gesund, trinkt viel Wasser und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann.